müssen ihn hier einmal überreden. Hey, ne, kannst du mal zum Sonnenkreis dich bewegen und was so tun? Als würdest du irgendwas anderes machen, als den ganzen Tag in Büchern schnubbeln. Das ist ein Sessel. Toll. Hey Xardas, hey, olle Socke. Ich habe den unbekannten Teil der Insel erforscht. Und? Was hast du gefunden? Die ganze Sache dreht sich um ein mächtiges Artefakt. Die Klaue Belias. Die Klaue Belias? Wo ist sie jetzt? Trägst du sie bei dir? Möglich. Ja, ich habe sie hier. Höchst interessant. Diese Waffe kann uns von großem Nutzen sein, aber sie ist auch äußerst gefährlich. Gib gut auf dich Acht und vor allem verliere sie nicht. Okay, Vatras hat mich geschickt. Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach. Alles klar. So, und jetzt noch zum Kloster. So. Damit wir auch Pyroka davon überzeugen können. Hey, ne, triff dich mal am Sonnenkreis. Und dann düsen wir da auch hin. Und dann schauen wir mal. Da wird super. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ach, apropos. Kann ich mir schon meine Rubinklinge verbessern? Ich will mein Schwert weihen. Wenn du dich zu diesem Schritt entschlossen hast, brauchst du zuerst eine Erzklinge. Ja, die habe ich ja, die Ruhe. Mit dieser solltest du dich dann zum Gebet in die Kapelle zurückziehen. Während des Gebets und nach einer angemessenen Spende an unseren Herrn Innos, sollst du Innos um seine Gnade und Führung im Kampf gegen das Böse bitten. Wenn Innos dir wohlgesonnen ist, wird dein Schwert von dem Moment an unserem Herrn geweiht sein. Okay, was für eine Spende? Was für eine Spende? Nun, 5000 Goldstücke stimmt da mal was. Ist eine Summe von 5000 Goldstücken mehr als angemessen. Es ist dir natürlich freigestellt, mehr zu geben. Okay, Erstlinge haben wir. Okay. Okay, vielleicht machen wir es noch. Ich meine, das ist immer eine Zweihandklinge, ja? Da muss ich immer Zweihand skillen. Bei Gelegenheit. Hey, Pyroka, olle Socke. Ich habe mit Vatras gesprochen. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Innos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Hey, doch. Das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Vatras nicht helfen. Ohne dich geht es aber nicht. Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. Segen? Wie wär's mit ein bisschen Segen? Ich könnte es gebrauchen. Möge Innos sein zwischen dir und dem Leid auf allen gottlosen Pfaden, die du beschreiten wirst. Was für einen Beweis soll ich ihm denn bringen? Wo kriege ich diesen Beweis her? Ob
ich jetzt nochmal mit Zada sprechen muss am Sonnenkreis? Milton, kannst du mir irgendwas sagen? Nein. Geistige Irrwege? Nein. Das Auge Innos. Luca bekommt bei den Gedanken an Zardas kalte Füße. Ich werde mit Zardas darüber reden müssen, wie ich ihn zum Ritual am Sonnenkreis bewegen kann. Also muss ich jetzt doch zum Sonnenkreis. Okay. Okay. Aber theoretisch sollten wir jetzt ja inzwischen durch den Wald durchkommen, ne? Hoffe ich zumindest. Nein, das ist der falsche. Ich wollte nicht dahin. Ich wollte zur Hafenstadt. Theoretisch sollte ich mich ja jetzt durch die Orks durchschnetzeln können. Die im Wald hausen, ne? Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe. Weil sonst habe ich ein kleines Problemchen. Aber mal schauen. Wie viele Lernpunkte haben wir denn jetzt? 20? Oh, die du. Da könnten wir ja jetzt 5 Stärkepunkte theoretisch bekommen für unseren Orkschlechter. 5 von 13, immerhin. Aber ja, dauert noch. So, springen wir hoch. Ich könnte hier natürlich halt auch nochmal spenden hier beim Innos-Fuzzi, aber eigentlich will ich das gar nicht. Irgendwie so, weißt du, die Penner von Innos, weißt du, die sind für mich so ein bisschen so die geldgierige Religionsfraktion. Was ich nicht wirklich unterstütze. Also sowieso Religion und ich, wir sind ja so ein bisschen auf Kriegsfuß, ne? Religion macht einfach weiter und ich denke mir so, ja, macht ihr mal, ne? Und, ja. Hey, da ist ein Suchender, hey. Und ja, dann halt auch noch für Religion auch noch Geld bezahlen. Geldgierige, möchte gern Götter. Ja, sind sowieso die Schlimmsten. Und dann halt auch noch die geldgierigen Segenverteiler, weißt du? Da können wir ja dann jetzt hier die hier platt machen. Nur mal so grob geguckt. Jetzt bist du dran. Ja, das hoffe ich doch. Ja, es geht, aber nicht gut. Kommen wir später wieder. Man muss ja jetzt, ne, so langsam austesten, wie stark bin ich eigentlich, ja? Und wer ist eigentlich Paul? So. Versuchen wir mal hier über den kurzen Weg irgendwie zum Sonnenkreis zu gelangen. Also, ja, kurz ist relativ, ne? Ist mehr relativ als sonst irgendwas. Aber mal schauen. Ich glaube, ich schaff's. Hallo. Die haben auch schon mal mehr ausgehalten. Ach, Kacke. Jetzt wäre auch noch ein Ork angelaufen gekommen. Aber wir kriegen sie tot. Wir kriegen sie endlich tot. Man glaubt es gar nicht, ist aber so. Das heißt, wir können uns endlich durch den Wald durchschnetzeln. Nur um dann im Endeffekt mit Zardas zu reden, ne? Aber wir können es. So mehr oder weniger. Es wurde auch sowas von Zeit. Sowas von. So, speichern wir hier nochmal ab. So. Kommt hier, ihr kleinen Hündchen. Kommt ran auf den Meter. So. Läuft doch.
speichern wir, beziehungsweise halt trinken auch nochmal was. Einfach mal weil. Haben oder nicht haben, ne? Eher mal haben. So. Irgendwo habe ich doch auch hier vorhin schon Klingenwetzen hören. Da haben wir ihn. Den feinen Ork hier. Ist jetzt gut? Danke. Sehr freundlich. So. Läuft doch ganz gut. Apropos, vielleicht sollten wir den... die Wag da hinten hier auch nochmal looten. Weil die haben ja einen Pelz dabei. Kann man verkaufen. Der andere liegt da. So. Einfach mal, damit wir Pelze haben, die wir theoretisch in Gold umwandeln können, wenn wir mal wieder dran denken in Kurinis. Wir haben so viele Fälle dabei. So viel. Ja. Oh, was ist das? Achso, diese Axt. Die Ork-Axt. Nehmen wir doch mal mit. Was willst du denn? Du bist hackt. So. Die Feldräuber meinen einfach mal, hey, listen, hey, uns gibt's auch noch. Ach wirklich? Ist mir nicht aufgefallen. So. Bitte warten. Einmal ganz kurz hier die Blutfliegen und dann den Wag da hinten. Das sind zwei wieder, okay. Oder vielleicht auch noch mehrere, ich weiß es nicht. Sieht fast nach mehreren aus. Ja, zwei auf jeden Fall. Ja, sind zwei, okay. Ah, ja, 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 was muss, das muss. Da sollte ich mich vielleicht mal vor hochheilen. Sonst klappt das ja wieder nicht. So. Und wieder ran. Irgendwie. Haben wir hier die Blutfliegen? Ja, komm. Summ, summ. 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 Komm. Summ, 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 summ. Aber speichern. Obwohl, damit die weg sind. Nicht, dass ich die immer und immer wieder töten muss. Tag. Na ja. Dann haben wir auf jeden Fall Orks. Das war mehr als ein. Ja. Ein bisschen sehr viel. Zwei Orks sind ja immer noch für mich so ein bisschen problematisch, ne? Bitte warten. Ich habe gerade so ein Glück, ne? Kacke. Ja, gut. Lassen wir das erstmal. Weil wenn dann natürlich halt Orks ankommen, dann ist das natürlich toll. Mal wahrscheinlich könnte man jetzt die Wag da hinten so rauspullen, dass man halt keine Orks hat. Ja, muss ja nicht sein. Weil wir haben ja eh hier noch genug zu tun. So, warte. Nichts zu holen. So. Immer wieder voll heilen. Es ist, wow. Wie schnell halt hier, ne, Leben und alles weggeht. Das ist krass. Aber gut, sind halt auch starke Gegner, aber geben halt dafür auch viele Erfahrungspunkte.
steht alles irgendwie in einem Zusammenhang. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Was wollt ihr denn?